Hallo Welt, da sind wir und wir sind immer noch auf Bekleidungsmission. Wir versuchen, unsere Siedler hier gut auszurüsten, so gut es geht. Wir haben aber viel zu wenig Zeug dabei. Das können wir doch reparieren hier. Nein, das ist einfach nur... Es ist nichts mehr. Tatu-Pflanze, eine geht noch. Na, darum wird er sich aber doch wohl hoffentlich kümmern, oder? Nicht nur um diese beiden Maispflanzen. Hüttenwand, aha. Ja, wir haben uns vielleicht einen schlechten Ort dafür ausgesucht. In Sanctuary Hills haben wir auf jeden Fall mehr Klamotten gesammelt schon. Und alles, was wir da über haben, können wir natürlich verteilen dann auf die anderen Siedlungen. Das geht allerdings nicht über die Werkbank, wenn ich mich nicht irre. Das haben wir mal ausprobiert. Und die Sachen, die sonst noch so in der Werkbank waren... Ja, die sind dann eben weg. So ein Shit. Dann machen wir das so. Wir legen jetzt einfach hier ein paar Sachen ab. Sie könnte aber noch ein Kampfgewehr... Lass uns ein paar Sachen tauschen. Schieß los. Ein Kampfgewehr von uns bekommen, damit alle wenigstens Kampfgewehre haben. Und da sie die Plünderin ist, soll sie auch die 10mm Automatikpistole haben. Ich hoffe, sie findet dann etwas dafür. Kampfgewehre können wir hier auf jeden Fall gut verteilen. Die haben wir. So, dann benötigt sie dafür natürlich auch noch Munition. So. 45er lagern und sie bekommt da mal so... Ja, sie ist ja eine Plünderin, sie findet bestimmt selber noch was. Ich sag mal so 50, knapp 50 kann sie ruhig nehmen. Umso weniger haben wir, ist schon klar, aber... Kann eben nicht alles haben. Ach so. Ich will nur ein bisschen handeln. Okay. Vielleicht sollten wir sie dann auch noch damit ausrüsten. Tee. Naja. Gut. Die Leute sollen Wache schieben und sitzen hier rum. Das irritiert mich etwas. Vor allem weiß ich überhaupt nicht, wer oben ist. Und ich weiß auch überhaupt nicht, wie wir den dann anziehen sollen. Der muss irgendwas ganz Besonderes kriegen für das Artillerieteil. Irgendetwas Schönes. Aber jetzt geht's erstmal nach Sanctuary Hills. Ich glaube, die Idee ist am besten. Wie gesagt, da haben wir die meisten Klamotten, die meisten Sachen gesammelt. Und hier legen wir jetzt einfach mal rein. Landarbeiterkleidung. Ja, das wäre doch was für unseren Farmer da hinten. Aber da haben wir auch nicht so viel, dass wir so viele ausrüsten könnten damit. Okay, wir lassen die Lederrüstung nehmen wir mit. Aber die schmutzige Armeeuniform können wir hier lassen. Und auch diese mit Taschen- und Fiberglas-Kampfrüstung können wir auch hier lassen. Oh, wir wiegen viel zu viel, haben wir Ballast dabei. Ich möchte das nur nicht alles hier lassen. Was können wir denn sonst noch ablegen? Ach, an Waffen, ich weiß schon. Da war nämlich eine Panzerfaust irgendwie mit dabei. Lasergewehre, naja, die wären ganz schön für die Burg, stelle ich mir das so vor. Laserpistolen, egal, die legen wir erstmal hier ab und vor allem den schweren Raketenwerfer. Auch nochmal die Laserpistole, ja, was soll's jetzt. Und die ganzen Kampfgewehre lassen wir auch mal hier, die haben wir nämlich schon en masse gesammelt. In Sanctuary auch. Jetzt sind wir natürlich schon leicht genug, um eine Schnellreise anzutreten, das werden wir jetzt tun. Gefällt mir alles nicht, Kopfbedeckungen fehlen. Wir müssten irgendwo eine Fabrik mit Helmen finden. So wie man das so schön auf diesem Infobildschirm gesehen hat. Ja, es irritiert mich, dass die Leute alle nicht an ihrem Platz sind, wo sie hingehören. Ist denn hier überhaupt jemand zugeteilt? Ja, die haben sich schon selber zugeteilt hier wieder. Na gut, mich hat jetzt noch etwas gewundert gerade. Wir haben ja mittlerweile schon einiges an Heften gesammelt. Vielleicht neue Dekorationen, Bodenbelege. Ach so. Ja, aber ja, das sind Dekorationen nur. Oh, schöner Teppich. Auch schon einiges eingelagert. Ach was, Flaggen haben wir auch hier. Aha, zwei Flaggen, immerhin. Schön. Ah, und Wandschmuck. Trophäen. Auch nett. Und Bilder. Oh, die niedlichen Katzen. Na gut, viele, viele Bilder. Ja, da kann man auf jeden Fall sich lange mit befassen wieder. Und Schilder, ja gut.
Man muss mal gucken, die brauchen Stahl. 4 Stahl für einen so ein Schild. Okay. Ach so, ja, hier hat sich nichts getan. Das hatten wir schon immer. Und Dekoration Sonstiges. Auch hier, ja, den Eiskühler hatten wir schon. Hundehütte haben wir ja schon aufgestellt. In der Red Rocket, Raststätte. Radius. Oh, das wäre auch noch schön. Ja, ich denke aber, das werden wir ja. Das müssen wir ja nicht unbedingt hier aufbauen. Wir werden ja unsere Ortschaften schon erkennen, oder? Auch wenn wir uns manchmal schwer tun hier mit gewissen Sachen, aber. Naja, gut. Dann soll es das gewesen sein. Auf nach Sanctuary Hills. Ich glaube, so Erkennungsschilder brauchen wir erstmal nicht. Mal sehen, wie das da dann läuft mit dem Bekleiden unserer Soldaten, unserer Schutzleute, Wachmänner. Sollte aber klappen. Zwischendurch müssen wir natürlich auch mal schauen, ob nicht noch irgendeine Aufgabe offen ist. Und ja, hoffentlich übersehen wir das nicht, wenn irgendeine Siedlung angegriffen wird. Das ist ja durchaus schon öfter vorgekommen. Essen hatten wir jetzt zugeteilt, jemanden zugewiesen. Ja, und schade. Ja, schade, dass man hier den... Man findet hier unten die Fußmatte nicht mehr. Die hätte ich gerne andersrum hingelegt. Die ist irgendwie nicht mehr da. Auch im Baumodus ist die nicht mehr aufzunehmen. Und es ist natürlich hier viel zu... Na, wenn wir jetzt schlafen gehen, dann wird Preston wieder seinen Power-Rüstung-Anzug ausziehen. Hey, was machst du in unserem... Ach so, der schläft ja immer da. Dann gehen wir halt hier schlafen. Ne, können wir gar nicht. Wäre auch ein bisschen klein. Dann gehen wir halt hier, setzen uns und warten, oder? Wir haben ja gerade erst geschlafen. Ach, wir haben immer noch dieses Grocknack-Ding an. So, dann warten wir mal so, ja, 6 Stunden. 7, okay. Okay. Ja, das wird eine Weile dauern, aber... Es wird mit Sicherheit schön dann. Und unsere Wachen werden mit Sicherheit auch... Ja, ob das irgendeine Auswirkung auf die Moral, auf die Zufriedenheit hat, kann man nicht sagen. Nicht zu diesem Zeitpunkt. Wir können ja einmal gucken, wie es hier aussieht mit der Moral. Größe. Moral sinkt mit 82 immer hier in Sanctuary. Kann man auch gar nicht viel dran ändern. Können wir Preston nicht mal hier abstellen? Erstmal? Hey! Ich bin ganz Ohr. Warte da. Ich warte auf dich. Gut, den vergessen wir bestimmt. Transfer. Dann mal sehen. Ja, wir haben Kampfrüstungen. Wir haben Baseballschläger hier gesammelt. Kampfrüstungen auf jeden Fall. Einiges und Metallrüstungen auch. Aber ich glaube, die Kampfrüstungen, die waren besser. Mal sehen. Harnisch hat 15 Schutz und Metallrüstung hat 12 Schutz. Ich finde die Kampfrüstungen also, meine ich, sind besser. Dann können wir hier die, na, Baseballschläger nur 2. Das ist ein bisschen wenig. Bräuchten wir mehr. Egal, wir nehmen die mal mit. Ich glaube gar nicht, dass wir hier 7... Oh mein Gott. 7 Leute überhaupt haben. Aber wir nehmen das erstmal mit. Militärbarett. Ja, das ist doch was Gutes für den Menschen am Artillerieteil. Das nehmen wir mal gleich mit. Dann haben wir hier noch mehr Kampfrüstung. Mein Gott, so viele haben wir hier gar nicht. Das heißt, wir können ganz viel auf die... Oh, das ist gut. Metallrüstung, Helm. Okay, das heißt, wir können ganz viele Kampfrüstungen nachher auf die anderen Siedlungen verteilen. Aber erstmal stecken wir alles ein, um unsere Leute damit auszurüsten. Und wenn wir schon mal auf dem Weg sind, unsere Leute auszurüsten, schmutzige Armeeuniform, dann können wir doch auch sofort bei der Gelegenheit, ja, Machete können, Baseballschläger. Solltest vielleicht etwas von dem Zeug loswerden. Ein paar Waffen können wir ihnen auch geben. Sei lieber vorsichtig. Ich kann Sachen reparieren.
Bei Leuten ist das aber schwieriger. Da fällt mir eins ein. Wir haben hier überall die Fusionskerne noch drin gelassen. Das heißt, wir wundern uns dann eines Tages, wenn hier die Powerrüstungen immer weniger werden. Die nehmen wir mal lieber raus. Dann kann die keiner klauen. Denn seltsamerweise haben die Siedler zwar die Angewohnheit, Powerrüstungen sich anzueignen, einfach, frecherweise, aber sie haben nie Fusionskerne dabei. Ja, was brauchen wir noch? Kampfgewehre natürlich. Kampfgewehre, Kampfflinten, Kampfgewehre, das ist jetzt eine Ermessenssache. Das muss man halt gucken. Kampfgewehr. Maschinenpistolen, eigentlich können wir alles rausnehmen. Mal sehen. Eine lassen wir drin oben, weil die schon umbenannt ist. Dann sehen wir daran immer, was hier reinkommt. Aber Maschinenpistolen. Ja, was brauchen die denn? 45er auch. Ja, und die verschießen das ziemlich schnell, haben aber kaum Schaden. Ja, da müssen die Leute schon gut treffen dann. Ach, 23 Kampfgewehre. Spinne ich denn? Das kann doch nicht sein. Das reicht vollkommen. Wir nehmen mal hier die alle mit und verteilen die dann gleich. Die Maschinenpistolen bleiben erstmal drin. So, mal schauen, wo hier unsere Wachen rumlaufen. Na, das kann ja jetzt ewig dauern. So, kann man da nicht was machen irgendwie? Springen geht schneller. Wo will ich anfangen? Natürlich möchte ich am liebsten vorne anfangen. Oder hier oben bei dem. Aber es sind wieder keine Leute da. Wie spät ist das denn? Es ist zu früh oder zu... Ja, es ist 2 Minuten zu früh. Die werden wahrscheinlich um 9 Uhr erst auf ihre Posten gehen, alle. Ja, aber die können auch die Wachposten des Nachts nicht alleine lassen, unbeaufsichtigt. Da müssen doch auch Leute sein, eigentlich. Rund um die Uhr, würde ich mir wünschen. 16 Leute sind hier. Hier könnte man noch so viel bauen. Aber eben nicht, weil, wenn man hier guckt, oben der größte Balken, der ist schon voll. Wir müssen erstmal ein bisschen abbauen, wenn wir hier nochmal was bauen wollen. Oder vielleicht auf einen DLC warten. Vielleicht ändern die das dann ja. Was zum... Na, das war doch allenfalls eine Mücke, oder? Oh, das ist ja fürchterlich, wenn wir jetzt hier so rumschleichen. Ja? Das ist unser Versorger. Verflixt, wir hätten die roten Halstücher mitnehmen sollen. Oh. Die roten Halstücher mitnehmen sollen und dann mal... Moment mal. Hier ist nirgends einer, also das geht gar nicht. Wir können auch hier nicht so rumschleichen. Da ist ja die Folge zu Ende, bis wir einen... Dann können wir ja nur einen ankleiden pro Folge. Ach ja, bei 16 Wachposten wären das mindestens... Ich weiß nicht, wie viele Folgen, aber viele auf jeden Fall. Wenn wir pro Folge einen schaffen. 16 Folgen. Ach, da oben. Jetzt ist, ja, jetzt ist 9 Uhr. Jetzt ist einer da. An dem Artillerie-Teil. Der soll doch dann das Militärbarett bitteschön kriegen. Und hier oben müsste aber doch auch einer sein. Kommt schon. Na also. Nein, hier ist keiner. Wo sind sie denn alle? Oh mein Gott, nee, das müssen wir ganz anders machen. So geht das überhaupt nicht. Tut mir leid. Ich merke es ja selber. Es dauert einfach zu lange. Hier könnte man eigentlich einen Cut machen. Oh Mann. Aber ist doch auch schön geworden hier, oder? Ich weiß gar nicht, haben wir das dahingestellt? Oder stand das schon? Ich glaube, das stand schon hier. Also nicht diese MG-Geschützturm nicht, aber ich glaube hier dieses Podest, das stand schon da. Wir haben nur ein Haus darauf abgerissen. Ja, wir werden Folgendes machen. Das hat ja gar keinen Sinn, hier so rumzuschleichen jetzt. Aber wie gesagt, wenigstens regnet es nicht. Schönes Wetter, man kann sich hier noch mal ein bisschen umgucken. Man kann Lucretia mal von hinten betrachten ein wenig. Hat doch auch was. Ich kann mich nicht entscheiden. Erst abladen oder erst, naja, komm. Dann haben wir wenigstens einen hier einigermaßen bekleidet. So, du. Ja?
Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Ganz genau, Junglong. Junglong, wir möchten dir geben ein paar Waffen. Wie wär's denn mit einem Kampfgewehr? Ja. Wie wär's denn mit einem Baseballschläger? Und wie wär's weiter noch mit... Da war doch noch irgendwas zum Abgeben. Nee. Ach so, ich dachte, ich hätte noch irgendwie ein anderes Gewehr eingepackt. Na, egal. Dann geben wir ihm aber jetzt eine vernünftige Ausrüstung. Kampfrüstung Karnisch. Kampfrüstung linker Arm und Kampfrüstung linkes Bein. Kampfrüstung rechter Arm. Und Kampfrüstung rechtes Bein. Dann soll er noch bekommen, genau, das Militärbarett. Und vielleicht die Armeeuniform für drunter. Ja. Aber die war schmutzig, oder? Haben wir keine saubere? Nein. Okay, die Militäruniform. Ausrüsten. Aha, die hat er schon mal angenommen. Militärbarett. Okay. Dann die Kampfrüstung Karnisch. Jep, hat geklappt. Und dann die anderen Sachen auch alle. Schwupp. Ja, damit ist er doch jetzt bestens geschützt, meine ich. Dann soll er das Kampfgewehr tragen. Und den Baseballschläger. Naja, das soll er sich dann selber aussuchen, was er lieber hat. Ja, aber so sieht's doch gut aus. Er bräuchte höchstens noch... ja, Munition hat er gar nicht. Waffen, Inventar, Munition. Das Kampfgewehr immer noch die 45er Patronen. Ja, aber er ist ja sowieso hier oben. Der muss ja nicht unbedingt sich in große Kämpfe verwickeln. So, dann geben wir ihm das mal. Tut mir leid, ich wäre gerade keine gute Gesellschaft. Kein Problem. Deswegen habe ich dich auch nach da oben geschickt. Da kannst du keinen Schaden anrichten. Naja, von wegen. Mit dem Teil kann er natürlich schon Schaden anrichten. Ja, aber er scheint sich da ganz wohl zu fühlen in seiner neuen Bekleidung. Okay. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.